Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Layers of Fear 2. So, ich habe jetzt nicht geschaffen, das war mal wieder gleich, bevor es wieder zu spät ist. Ich bin ein kleiner Handy, das ist böse. Ja. Das war ein Schritt auf. Nein. Das habe ich ganz nicht am Schritt, ne? Okay. Das klingt jetzt halt mir voll. Ich hab mich ein bisschen mehr beleuchtet als sonst. Ich hab das hört nicht. Ich hab generell die Face Cam nicht, weil wenn es stört, dann doch eigentlich gleich. Ich hab mich so, ich will das viele mal anziehen. Sieht irgendwie cool aus. Was ist denn? Es ist nämlich ein Nazgul. So auf dem Hals her an so einem Nazgul. Oh, ich darf schlucken, ich will nicht. Wenn ich aufstoßen muss, dann tut mir leid, ich habe was mit Kohlensäure getrunken und da passiert das halt ständig. Irgendwie. Den Charakter formen. Wendepunkt. Mach einen Schritt zurück. Achte durch. Denk an ihn. Moment. Wie das Leben. Momente, die das Leben veränderten. Durchgestrichen. Narben. Beschreiben. Ja. Das wird bestimmt. Wo ist hier nochmal um? Hier ist sonst nichts, ne? Hier. Dann legen wir mal den Film an. Dann wollen wir mal sehen, wie sich die Gruppe jetzt vervollständigt. Oder was man so tut. There shall be a vast shout. And then a vaster silence. Akt 4. Wohl. War doch Akt 4, oder? Ich habe ein Problem mit den ländlichen Zahlen. So, sind wir schon? Ich hatte eigentlich gerade eben das Newton gesucht, weil ich was nachgucken wollte. Habe es aber nicht gefunden gehabt. Okay, der Kopf fehlt noch. Natürlich das schwarz-weiß. Nein, 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 nein. Wir sind so nah. Ich kann es spüren. Es darf keine Zweifel geben. Kein Zögern. Nur unzerbrechlichen Willen. Das ist das, was wir haben. Das ist das, was wir sind. Endlich. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas lest, wie zum Beispiel hier das In the End, dass ihr auf einmal ein Ohrwurm von einem Lied habt? Das passiert mir öfters, wenn ich irgendwas lese oder irgendwas höre, dass ich ein Ohrwurm von irgendeinem Lied bekomme. Oh ja, wir dürfen definitiv wieder weg dann, oder?
vom leitenden Sicherheitsbeauftragten an die gesamte Crew. Achtung! Blinde Passagiere an Bord. Zwei davon, höchstwahrscheinlich Kinder, wurden im unteren Deck in der Nähe des Frachtraums gesichtet. Hiermit fordere ich alle verfügbaren Crewmitglieder dazu auf, nach einem Jungen und einem Mädchen Ausschau zu halten, die unbeaufsichtigt auf dem Schiff herumwandern, bei Sichtkontakt sofort fassen. Wenn es ein Hund ist, also wenn ein Hund dahin kommt und die Kinder, passt er dann auch? Scheiß, weil es ganz doof gewesen ist. Nochmal tut es ganz doof, also. Da ist es schon in Ordnung. Wenn man selbst ein bisschen doof ist, dann darf man auch doof sein. Das war jetzt eigentlich eine geile Lookingkarte, das nie. Oh Mann. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Da kommen wir nicht weiter. Da ist zu. Ist hier irgendwo. Nope. Hier sind zwar irgendwas, aber ich weiß nicht was. Kann ich die Tür sehen? Okay, ja. Ich weiß, dass ich mich kennen muss, ich weiß es. Okay, jetzt aber. Verarsch mich nicht spielen. Oh. Are you not afraid of death? Some people believe in nothing. And so they live for nothing. To live without belief is more terrible than dying. Wir müssen noch so hart wieder wegrennen, oder? Lily, Captain, I found it. But it's empty. It's all gone. Steady yourself, Quartermaster. Return to the hideout. I'll keep searching on my own. I can help. I said go. Dieses Geräusch macht mich nervös. Und die Kinder tun mir voll leid, dass sie halt nichts zu fressen hatten, also Essen irgendwie nicht deswegen. Okay. Ich bin schon erschüttert. Oh nein. Boah. Ich habe ja vor kurzem den ersten Teil durchgestreamt, also nicht durchgestreamt, sondern fertig gestreamt auf Twitch. Und da bin ich ein bisschen anfällig, was es ist. Go on. Be there for her. Like she was for you. Also mit der Junge, oder? Ich verstehe es nicht so ganz. Oder das Mädchen und damit ist Dings gemeint, ist die Mutter gemeint. Ich weiß es nicht. Da ist eine Rotzange. Ich
Nummer 5. Aber von dem Mädchen wurde nie ein Interview gemacht, nur für den Jungen. Also können wir doch nur den Jungen sein, oder? Hm. Ah, da sind wir hier oben. Okay. Ja, ich hab's mir auch... Alter! Fenster! Wie oft will die jetzt die Person da jetzt auch runterfallen? Hier weiter, wieso geht's nicht? Und ich verbitte euch, wenn wir im nächsten Abschnitt von der Treppe kommen, fällt die gerade nochmal runter. Okay. Oh Gott. Wie laufe ich denn jetzt lang? Ja, was? Was? Wo? Warum? Wie komme ich nicht? Ich hab keine Ahnung. Ja, das war klar. Ja. Hui. Atmen. Keine Ahnung, wo ich danken muss. Ja toll, ich weiß nicht wo lang. Ja. Einer Flamme zur anderen, aber niemals meine eigene. Also niemals meine eigene Leidenschaft. Verstehe ich das so richtig? Wie verwirrt das ein wenig, weil ich nicht weiß, wo ich langlaufen muss. Oh, das ist so schlecht bei sowas. Ich weiß nicht. Verliere den Charakter. Finde dich selbst. Finde den Charakter. Verliere dich selbst. Some parts are not to be played. Some parts. Ah, halt, gut, wir haben mal testen. Ist es jetzt richtig schon? Nee, okay, jetzt kommen wir mehr. Da raus. Da raus. Da raus.
Ja, wir haben so viele verpasst wahrscheinlich. Ich will gar nicht wissen, wo die alle noch versteckt waren. Da habe ich schon mal einige versteckt. Ich kann das nicht sein lassen in jedem Spiel. Also in jedem, also auch im anderen Teil von ja, auf hier musste ich das machen. Das war nicht. Okay, ich ziehe das gerade in den Türen da so ein bisschen. Ja. Ich kann einfach, ich weiß nicht, wo ich hinrenne, aber ich kann einfach, ich will nicht erwischt werden nochmal. Ich hätte die Sicherheit. Das sieht so sicher aus. Nein. Don't do it. Don't do it. Ich will aber rein. Komm ich das mal um. Alles ein schönes Brot gehalten. Ich kann auch Brot dafür. Guck mal, achso, ja, das ist nicht verzeihlich. Aber ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht wirklich noch was zu machen. Ich glaube, ich nur. Wäre der Barock die Folge mal ein bisschen kürzer als sonst. Das wäre nur kürzer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen guten Tag und man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!